I'm gonna wait for you. Hört sich auch gut im Auto an. Ja, ne? Hi, ich bin Ferdi von Zelt Automotive. Ich sitze hier gerade im Audi A64G Allroad Facelift Modell. Bedeutet schon das neue Modell mit dem 326 PS Motor. Muss mich kurz korrigieren, 320 PS im Allroad natürlich. Das Heck hat noch die ovalen Blenden, das heißt diese schöne große Optik mit in der Mitte mit diesem Alu-Diffusor. Zumindest von der Optik her. Geil ist, das Fahrzeug hat diese breiten Kotflügel. Es sieht sehr massiv aus. Schade ist, es ist halt ein Allroader, das heißt sehr, sehr hoch. Wir haben hier die Active Suspension Control verbaut, in Kombination mit dem Active Sound Gateway. Bedeutet, wir haben jetzt mehr Klang als vorher. Das Fahrzeug ist bei Bedarf deutlich tiefer unterwegs. Die Steuerung erfolgt wie gehabt über das Audi Drive Select. Bedeutet, wir können jetzt jedes Profil unterschiedlich einstellen in der Höhe und auch von der Lautstärke. Zum Beispiel der Dynamic Modus ist deutlich lauter. Der Auto Modus zum Beispiel eher dezenter gehalten und der Komfort ist komplett deaktiviert in diesem Fall. Das Schöne ist halt, wir haben von der Fahrwerkkalibrierung das jetzt so eingestellt, der Komfort Modus ist komplett original. Der Auto ist auch von der Höhe original und der Dynamikmodus ist zum Beispiel jetzt tiefer gelegt. Das heißt, wenn man jetzt im Alltag unterwegs ist, dann hat man eine angenehme Höhe. Das Fahrzeug ist nicht zu tief, aber es sieht optisch trotzdem sehr, sehr gut aus. Und wenn man dann halt mal es richtig zeigen möchte, dann aktiviert man den Showmodus in der Handy-App. I'm gonna wait for you. So, ich hoffe, der A6 hat euch gefallen. Wird demnächst noch ein bisschen bearbeitet, das heißt, da kommen größere Felgen drauf und der Lack wird noch ein bisschen verändert. Was genau, seht ihr vielleicht im anderen Video. Nicht vergessen, teilen, liken, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal.